Würdest du nicht auch manchmal gerne wissen wollen, was als nächstes passiert? Meinst du in der Zukunft? Ihr fandet schon die erste Staffel von Dark verwirrend? Es gibt eine Möglichkeit, das alles zu stoppen, wenn ich den Anfang stoppe. Tja, Staffel 2 spielt in den Jahren jeweils ein Jahr nach den Ereignissen der ersten Staffel. Obendrein macht die zweite Staffel weitere Zeitebenen auf. Wir sehen die Jahre 1921 und 2053. Wir machen es euch daher einfacher und fassen euch das Wichtigste aus der zweiten Dark-Staffel in etwas mehr als 5 Minuten zusammen. So ist die Aussage von Staffel 2. Ein Mensch lebt 3 Leben. Das erste endet mit dem Verlust der Naivität, das zweite mit dem Verlust der Unschuld und das dritte mit dem Verlust des Lebens selbst. Das ist unausweichlich, dass wir alle 3 Stufen durchschreiten. Vergangenheit. Und Zukunft. Was passiert, damit wir zu dieser Erkenntnis gelangen? Also, Staffel 1 endete damit, dass der junge Jonas in einer dystopischen Gegend aufwacht. Nun lernen wir, er reiste vom Jahr 2019 ins Jahr 2052. Willkommen in der Zukunft. Alles hängt zusammen. Glück für ihn, denn wie sich herausstellt, kam es im Jahr 2020 in Jonas' Heimatort Winden zu einer atomaren Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes. Die Apokalypse. Staffel 2 von Dark setzt 2053 an, einige Monate nach Jonas' Ankunft in der Zukunft. Jonas realisiert dort, dass er noch Gefühle für Martha Nielsen hat. Das wird noch relevant. Wir erfahren zudem, die Anführerin der Überlebenden in der Zukunft ist Elisabeth Doppler, die Tochter von Jonas' Schuldirektorin Charlotte Doppler. Doch wie sich zeigt, ist Elisabeth nicht nur Charlottes Tochter, sondern zugleich Charlottes Mutter. Also ist Elisabeth ihre eigene Großmutter. Das war möglich, weil, Achtung, Zeitparadox, Elisabeth in der Zukunft gemeinsam mit dem mysteriösen Noah, den wir in Staffel 1 als Pfarrer kennengelernt haben, Charlotte in die Welt setzt, die junge Charlotte aber daraufhin in der Zeit zurückgeschickt wird. Darüber hinaus erfährt Jonas, dass er der Mann ist, der als Adam bekannt ist, beziehungsweise bekannt war oder bekannt wird. Verwirrt? Okay, der Reihe nach. Jonas wuchs in unserer Gegenwart auf, reiste dann aber in die Zukunft, bekam durch Zeitreisen schwere Narben verpasst und diese markanten Narben trägt auch der ältere Mann Adam, ein herzloser Kultführer, den wir vor allem in Rückblenden ins Jahr 1921 erleben. Ich bin du. Sein Ziel, alle Menschen von der Diktatur der gnadenlosen Zeit befreien. Wir erschaffen eine neue Welt. Ohne Zeit. Das Motto von Adam und seinen Anhängern, zu denen Noah zählt, ist Sic mundus creatus est. Also, so wurde die Welt erschaffen. Du willst doch endlich Antworten haben. Zu den Widersachern von Adam und Co. zählen der Fremde, eine 30 Jahre ältere Version von Jonas, und zugleich eine jüngere Version von Adam. Er denkt, er sei der Erlöser. Und Claudia Tiedemann. Claudia hat ihn belogen. Claudia Tiedemann wird durch ihre ständig scheiternden Versuche, durch Zeitreisen Schlimmes zu verhindern, jedoch immer und immer verbitterter. Wie ist Adam? Ein großer Wendepunkt ist, als sie versehentlich Jonas' Vater im Jahr 2019 auf die Idee bringt, Suizid zu begehen und das in Gegenwart von einem durch die Zeit gereisten Jonas, der genau das abwenden wollte. Da wir auf der Zeitebene 2019-2020 sind, fassen wir noch rasch zusammen. Keiner hat dich um deine Meinung gebeten. Ein gealterter Jonas alias der Fremde zieht nach dem Verschwinden des jungen Jonas bei seiner Mutter Hannah ein und weiht sie in das Geheimnis des Zeitreisens ein. Zudem verrät er, dass am 27. Juni 2020 die Apokalypse stattfinden wird. Ursprung dessen sind Massen an widerrechtlich und unsachgemäß entsorgter Fässer von Atommüll. Schon im Jahr 1986 bricht Ulrich, der eigentlich aus der Gegenwart stammt, aber in Staffel 1 in die 50er zurückreiste, aus der Nervenheilanstalt aus. Er trifft seinen Sohn und versucht mit ihm durch das Wurmloch zu schreiten, wird aber von Egon aufgehalten. Egon nimmt den gealterten Ulrich gefangen und bringt Mikkel zurück zu seiner Adoptivmutter, damit der Zeitlauf nicht gestört wird. Parallel dazu wird Claudia im Jahr 1986 zur ersten Leiterin eines Atomkraftwerks und erfährt von ihrem Vorgänger Bernd Doppler, dass im Windener Atomkraftwerk das Gottpartikel entdeckt wurde. Daraufhin wird Claudia von ihrem älteren Ich besucht. Die ältere Claudia verrät der Claudia aus dem Jahr 1986, dass ihr Großvater
Vater, der Uhrenmacher H.G. Tannhaus, die Pläne für eine Zeitmaschine entwickelt hat. Außerdem tötet die jüngere Claudia versehentlich ihren Vater Egon in einem Streit. Die ältere Claudia dagegen wird 1953 von Noah erschossen, dem Halbbruder von Agnes Nielsen. Agnes hat zudem ein Verhältnis mit Doris Tiedemann, die Noahs andere Halbschwester ist. Inzest liegt in der Serie Dark generell in der Familie. Denn wie schon gesagt, Jonas entdeckt, dass er immer noch Gefühle für Martha hegt, die sich in Staffel 1 als seine Tante herausgestellt hat. Jonas' Gefühle für Martha sind so groß, dass er selbst in seiner späteren Identität als der Fremde erpicht darauf ist, alles zu tun, damit Martha die Apokalypse überlebt. Doch ein junger Noah, der ins Jahr 2020 gereist ist, offenbart dem erwachsenen Jonas alias der Fremde eine schockierende, paradoxe Wahrheit. Martha kann nur gerettet werden, wenn Jonas alles so geschehen lässt, wie es vorgesehen war, auch wenn das Marthas Tod bedeutet. Die Staffel endet damit, dass Adam Martha erschießt, kurz bevor eine zweite Martha auftaucht, eine Martha aus einer anderen Dimension mit einer fortgeschrittenen Zeitmaschine. Was es damit auf sich hat, erfahren wir in Staffel 3. Zeitreise, das gibt es wirklich. Das war die sehr komplexe zweite Staffel von Dark. Mehr oder minder in 5 Minuten zusammengefasst. Was fehlt euch noch? Schreibt es in die Kommentare. Wer noch einmal die erste Staffel zusammengefasst haben möchte, habe ich euch verlinkt. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder hier in der Filmlounge. Macht es gut und ciao.